Also im Grunde genommen ist es ja so, als würde ein Personalchef in mein Wohnzimmer kommen und dort meine Fotoalben durchstöbern. Auf den Karriereseiten der Zeitung wird ja immer davon abgeraten, Urlaubsfotos oder Fotos, auf denen man betrunken ist, bei Facebook zu posten. Ist das eigentlich in Ordnung, dass Personaler da überhaupt reinschauen? Also im Grunde genommen ist es ja so, als würde ein Personalchef in mein Wohnzimmer kommen und dort meine Fotoalben durchstöbern. Also da würde ja jeder sagen, sowas sollte man nicht tun. Das ist also ein relativ offensichtlicher Fall. Nun ist es allerdings so, dass Facebook das natürlich zulässt, sodass die eigentliche Frage ist, warum stellt man denn Bilder zur Verfügung, ohne mit den nötigen Privacy-Settings dafür zu sorgen, dass sie geschützt sind? Was sagt das denn über jemanden aus, wenn er solche Fotos postet? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir gerne unbedingt möchten, dass wir endlich eine rein digitale Identität haben. Wir wollen nicht mehr analog sein. Warum? Als analoge Wesen müssen wir sterben, als analoge Wesen sind wir Tiere und so weiter. Das hat alles zu tun, glaube ich, mit einer bestimmten Unsterblichkeitsfantasie. Man möchte sich, wie in Filmen, sagen wir Her und Transcendence und Lucy und Chappie, gerne endlich in ein Stück künstlicher Intelligenz verwandeln. Wir sind nur keine künstliche Intelligenz. Also Google und Gott haben mehr als die beiden Buchstaben gemeinsam? Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Was sie mindestens gemeinsam haben, ist die Fantasie eines Auges, das alles sieht. Wir wollen ja gerne immer gesehen werden, weil es uns das Gefühl gibt, dass Gott anwesend ist. Und an dessen Stelle, an die Stelle Gottes, ist eben Silicon Valley getreten.